der Wastler ist da. Hurra, hurra. Lieber René, wir sind gerade live. Vielleicht kommst du auch gleich zu in dieser illustren Runde. Ja, was kann ich euch tun? Kocher haben wir noch nicht erwischt. Er kommt zu uns. Ich habe ihm aber Vertrauen jetzt einmal eröffnet. Habe ihm ein Ibuprofen 600 gegeben. Das hat er genommen. Er vertraut mir auch, weil sie mir geholfen hat. Da ist er dem Mucher. Keine Ahnung, wer ich bin, aber der Fäcker war wurscht. Er hat am Nachmittag schon eine Novalgin-Injektion bekommen. Ich habe mit ihm am Red Carpet geplaudert. Es geht ihm wieder besser. Die Stimme versagt. Noch ein bisschen, aber er ist gut drauf, er ist guter Dinge. Er ist mit seiner Ex-Frau, mit Sandy da und ja, er hat mir nur kurz gesagt, er will den Abend genießen und es wird schon passen. So, und vor allen Dingen, jetzt haben wir wieder was bewiesen. Das Schlimmste ist, wenn Journalisten über Journalisten interviewen und das sollte man eigentlich nicht tun. Aber Gott sei Dank habe ich ja noch das Vergnügen. Darf man das überhaupt sagen? Dass ich nicht nur ein Medienmensch bin, sondern halt auch sowas wie, ja, sagen wir mal, Promi. Und da kannst du das dann leisten. Aber eigentlich im Herzen bin ich Journalist geblieben. Und an den Pocher hätte ich dann eine Frage, vielleicht können wir das nachher vertiefen. Ach so, was wäre die Frage? Er ist in deiner Nähe, oder? Ja. He's close to us. Aber jetzt, wo er Vertrauen zu mir geschafft hat, vielleicht bringe ich. Ich habe ihm schon gesagt, ich habe mit dem Herrn Kurz heute kommuniziert, der in Abu Dhabi ist. Und er hat gesagt, nein, er hat ja nicht gesagt, dass er ein SS. Nein, er würde sich wünschen, dass er mit einer SS-Uniform kommt. Es wäre ein Skandal, wenn. Genau. Aber sag ich, Herr Pocher, es geht ja nie darum, was die Leute sagen. Sondern es geht darum, was die Leute verstehen und was hören. Genau. Siehst du das? Wir sind the brave team of media. Pinky and the brain. Du bist Pinky, ich bin Brain. Alles gut. Ich würde sagen, da können Sie auch mit dem Wasserglas zuschauen, weil da ist Unterhaltung geboten, egal wie man das heute den Abend mitverfolgt. Two-Man-Show. Okay. Absolut, ja. Also, wir dürfen dann gleich noch in die Loge mitschauen. Stimmt's, wenn die Öffnung vorbei ist? Wir werden auf jeden Fall drauf zurückkommen. Ich habe schon das dritte Mal, ich habe schon dreimal ja gesagt. Das ist doch eine Live-Sendung, was bleibt man über? Nein, wir freuen uns. Sehen Sie, so wollte ich das. Sag nicht, sehr gut, bis gleich. Fünf, erster Rang links, kommt's wieder. Wir filmen jetzt nicht auf die Türen. Du musst weiter, oder? Presley und Co. Ich bin in die Loge von Anna Netrebko und Leona König eingeladen und soll dort hinkommen. Obwohl Anna Netrebko bis vor 10 Minuten noch gar nicht da war. Vielleicht ist sie inzwischen hier. Ich soll dort rüber schauen. Ja, mehr in Kürze.